Lela Lahua, Mike hat jetzt die Polizei gerufen. Nachbarschaftsstreit eskaliert. Immer wieder werden Lela Lahuas Pakete von einem oder einer Nachbarin entfernt. Nun droht die Situation zu eskalieren, Mike Heiter hat die Polizei eingeschaltet. Lela Lahua, Nachbarinnen klauen ihre Pakete, jetzt ruft Mike Heiter die Polizei. Als Influencerin bekommt Lela Lahua, 28, eine Menge Pakete zugeschickt. Nicht immer kann sie diese selbst annehmen. Doch dafür hat man ja bekanntlich die Nachbarinnen oder den Hausflur. Nur, bei Lela scheint das nicht so gut zu funktionieren. Immer wieder verschwinden Pakete, die eigentlich an sie adressiert sind. So kam es nun erneut zu einer Situation, in der ein Paketbote eine Sendung an ihrer Haustür abgestellt hat. Lelas Freund Mike Heiter, 32, wollte dies nach einem Spaziergang mit dem Hund mit in die Wohnung nehmen. Als Mike zurückkehrte, war die Sendung jedoch plötzlich verschwunden, berichtete sie in ihrer Instagram-Story. Es ist nicht das erste Mal, dass Lelas Pakete abhanden kommen, sie vermutet, dass sich NachbarInnen munter an diesen bedienen. Davon hat das Paar nun genug. Mike klingelte also bei sämtlichen Nachbarn, um nach dem verschwundenen Paket zu fragen. Zugeben wollte den Diebstahl aber niemand. Also ergriff er andere Maßnahmen. Mike hat jetzt die Polizei gerufen, erklärte Lela. Lela Lahua, Nachbarin, hat sich sehr, sehr komisch und auffällig verhalten. Die 28-Jährige habe eine Nachbarin ganz besonders im Verdacht. Ausgerechnet diese habe sich dann richtig komisch verhalten, also sehr, sehr komisch und auffällig. Trotz dessen waren Mikes Ermittlungen scheinbar jedoch ohne Erfolg, denn das Paket ist weiterhin verschwunden. Langsam nervt's einfach. Es nervt einfach, klagte Lela. Oje. Vielleicht findet das Paketdrama aber bald ein Ende. Lela und Mike sind derzeit auf der Suche nach einem Haus im Raum Frankfurt, das sie kaufen und gemeinsam beziehen können. Ein Umzug in eine neue Nachbarschaft bringt vielleicht endlich Ruhe vor verschwindenden Paketen. Verwendete Quellen: Instagram.